Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft-Folge. Und denkt daran, wenn ihr mich supporten wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren und liken. Das würde mich sehr freuen. Ja, es gilt immer noch der Community-Aufruf, das heißt, ich verwirkliche eure Ideen. Und ja, es hat sich bisher keiner weiter irgendwie mal groß zu Wort gemeldet und Vorschläge unterbreitet. Das bedeutet, ich werde heute einfach ein bisschen weiter nach Ressourcen suchen. Wir haben ja in der letzten Folge endlich mal Diamanten gefunden. Und da werden wir dann auch gleich weitermachen. So. Ja, ich schaue mit Absicht in diese Richtung, weil da liegt mein Haus. Aber ich glaube, so tief habe ich da gar nicht runtergebaut. So, dann wollen wir hier mal zur Abwechslung in diese Richtung graben. Mal gucken, vielleicht finden wir hier was. Ach Gott. Oh. Das ging ja jetzt schnell. Also hier muss auch irgendwo Lava in der Nähe sein. Ich habe es gerade wieder blubbern hören. Ihr habt das bestimmt auch vernommen. Schreibt mir doch auch ruhig mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch noch andere Spiele auf meinem Kanal sehen wollt. Bevorzugt werden natürlich von mir Rollenspiele. Aber vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch noch irgendwelche lohnenswerten Indie-Spiele, die mir bisher noch verborgen geblieben sind. Von daher kommentiert ruhig mal ein bisschen. Es ist immer gern gesehen. Feedback natürlich auch. Ja, das sowieso. Kritik und Feedback davon lebt der Creator. Also es klingt. Ist das jetzt? Das sind keine Diamanten, oder? Das ist, glaube ich, Lapis Lazuli. Ich muss mal jetzt kurz nochmal hier hinrennen und schauen, wie die Diamantblöcke. Nee, Diamanten sehen anders aus, alles klar. So. Genau, Lapis Lazuli. Es ist recht dunkel hier hinten in der Ecke. Setze jetzt einfach mal eine Fackel da hin, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mein Standardplatz für Fackeln ist.
Was mich auch noch interessieren würde, ob ihr auch meine Karten-Unboxings schaut oder ob euch primär wirklich nur meine Let's Plays interessieren. Oder vielleicht sogar umgekehrt. Vielleicht interessiert ihr euch ja nur für meine Unboxings und wollt meine Let's Plays eigentlich gar nicht sehen. Ja, auch da könnt ihr ruhig mal fleißig kommentieren. Momentan oder aktuell ist ja auf meinem Kanal noch ja recht wenig los. Aber ich hoffe, dass ich gemeinsam mit euch oder auch dank euch wachsen kann, sodass sich das in naher Zukunft vielleicht auch ändert. Ich versuche auch immer alle Kommentare zu beantworten, auch wenn das durch Arbeit vielleicht manchmal ein wenig verzögert ist. Aber ich versuche zumindest noch am selben Tag auf eure Kommentare zu reagieren. Ja, also nicht wundern, wenn das vielleicht mal ein paar Stunden dauert. Ihr braucht da keine Angst haben, dass ihr ignoriert werdet. Also wenn ich meinen Kopfhörern trauen kann, kommt von links Lava-Geblubber. Gott, wie sieht's denn hier aus? Da habe ich aber geschlusert hier beim Abbauen. Klingt, als wenn die Lava schon ziemlich. Oh, jetzt habe ich auch einen Schreck bekommen. Huh, ziemlich dicht wäre. Es muss auch eine ganze Menge sein, so doll, wie das jetzt hier zu hören ist. Rechne hier jetzt auch jeden Moment mit einem Lava-Durchbruch. Oh Gott, hört ihr das? Nee, halt. Dahin. So, ich muss jetzt mal. Ich will das ja so ein bisschen gleichmäßig bauen hier. So dass sich die Gänge hier dann nachher treffen. Hätte ich mir auch einfacher machen können. Ich brauche ja bloß auf meine Position gucken. Hier bin ich bei 98. Ich glaube, da drüben auf der anderen Seite bin ich noch nicht ganz so weit. Doch, auch 98. Ja, dann müsste ich doch hier eigentlich gleich. Ah, gut. So. Und das Geblubber kommt aus diesem Block, den ich jetzt hier noch verschlossen habe. Werde ich mal nach und nach hier alles abbauen. Ah, guckt mal hier.
Da war doch eben schon was zu sehen. Hier oben auch. Hier tropft die Lava schon durch die Decke. Ah. Schnell noch die Blöcke mitnehmen. Okay. Strömt es quasi aus der Decke alles raus. Kann auch gut möglich sein, dass da oben eine Höhle ist. Spitzhacke ist auch schon wieder fast hinüber. Ach Mist, da ist die Kohle jetzt flöten. Ah, das war zu viel. So. Nein, nicht wegschmeißen. Bleibt sie da? Nee, die fließt noch weiter. Okay. Da ist auf jeden Fall was zu sehen. Ich riskiere mal lieber nichts. Ich mache mal noch eine weitere Bahn, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe, um mir das genauer anzugucken. Gold. Haben wir's? Was noch mehr? Komme ich jetzt nicht ran? Gut, dann haben wir das Gold wenigstens eingesammelt. Also das ist auf jeden Fall eine Höhle, die da hochführt. Ich schau mal kurz, ob ich mir hier einen kleinen Boden bauen kann. Ich würde da nämlich schon gerne hoch. Das interessiert mich ja brennend, was da oben vielleicht sein könnte.
Ich glaube, hier ist nichts weiter. Das war wirklich nur so eine kleine Quelle. Ja, dieser eine Block da oben quasi. Genau. Ja, okay. Naja, gut. Bauen wir den Rest hier auch nochmal schnell ab. Auf jeden Fall haben wir hier eine natürliche Lichtquelle. Lava spendet ja Licht. Oh, habe ich jetzt hier eine Fackel abgebaut? Ich habe schon wieder ein volles Inventar, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Es erinnert jetzt gerade so ein bisschen an Two Worlds. Da habe ich ja auch ständig Inventarprobleme. So, Erde habe ich tatsächlich auch, aber das entsorgen wir später. Hier war alles voll. Da hatte ich ja dann schon die zweite Truhe genommen. Also Bruchstein habe ich wirklich en masse. So, Kies, ja. Granit. Diorit. Noch mehr Diorit. Andesit. Und Obsidian. Obsidian haben wir nicht. Netherstein. Smaragd Redstone haben wir noch ein bisschen. Lapis Lazuli. Golderz habe ich tatsächlich auch. Oh, hier habe ich nochmal Kies übersehen. Eisenerz einmal. Kohle, Feuerstein. So, die Erde kommt weg und der Kies kommt hier drüben noch mit in die Truhe. Ich habe doch vorhin irgendeine Taste gehabt, mit dem ich das weggeschmissen habe. Welche war denn das nochmal? Ach Mensch. Ah, Kuh, okay. Ja, es ist aber auch umständlich. So, Spitzhacken habe ich noch ein paar. War hier schon wieder ein Händler? Ich habe doch gerade irgendwas ge... Ja, in meinem Haus, oder? Nee, da drüben. Jo. Einmal voll Tropenfisch, rote Betesamen, Schwarzeichensetzling, roter Pilz, roter Sand und Farn.
Naja, gut. Schon krass, wie schnell sich die Spitzhacken abnutzen. Wäre ja schön, wenn jetzt demnächst hier auch nochmal so eine kleine Diamantader auftauchen würde. Letzte Spitzhacke.
Oh. Da bin ich jetzt wohl ein bisschen. Ich meine, ich könnte das natürlich auch verschließen da oben. Dann könnte ich da noch die restlichen Blöcke abbauen, aber ich weiß nicht, ob ich da so weit hinkomme. Das wird schwer. Vielleicht noch mal von der anderen Seite versuchen. Es kann ja jetzt hier nicht mehr viel. Okay, das eine geht schon mal weg. Dürfte hier eigentlich nichts mehr runterkommen. Es ist ja abgeschnitten von oben. Na, ich werde es mal ab. Ach. Okay. So. Gut. Wenigstens mal so ein bisschen Beleuchtung hier nochmal. Und dann mal gucken, wo wir hier noch landen. Ob hier vielleicht noch mehr kommt. Ich grab mich mal jetzt einfach hier in diese Richtung weiter geradeaus, bis meine Spitzhacke aufgibt. Weit wird es eh nicht mehr sein. Haben wir noch mal ein paar Bodenschätze hier. Okay, das war's. Ja, schon ziemlich viel abgebaut hier.
Ich wusste ja schon immer, dass Diamanten ein seltener Rohstoff sind, aber dass die wirklich so selten zu finden sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es ist eigentlich schon richtig übel. Der war ja voll. So, nochmal ein bisschen Bruchstein gesammelt. Kies hatten wir auch nochmal. Granit. Diorit. Andesit. Eisenerz. Eisenerz war auf der anderen Seite. Und Redstone. So, ups. Kohleblock. Wozu braucht man einen Kohleblock? Na, hat er das wenigstens alles eingesammelt? Guck mal, die wachsen gar nicht auf dem Feld, sondern daneben. So, was haben wir da? Das war ein Kartoffel, ne?
Jetzt aber, komm her hier. Na komm schon, ich sehe dich. Der hat doch jetzt schon wieder irgendwas in der Hand gehabt gerade. Also die abzubauen ist auch... Das wurde aber auch Zeit. So, die Beete jetzt erstmal so ein bisschen gleichmäßig wieder. So, da hinten habe ich noch gar nichts angebaut, ne? Das waren kartoffelnrote Beete. Hätte ich ja eigentlich mal kaufen können von ihm hier, aber der... Oh nee, doch nicht, der steht noch da. So. War jetzt nichts großartig Aufregendes in dieser Folge, aber wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Ein bisschen Materialien abgebaut. Haben ein Enderman getötet. Haben unseren Garten nochmal etwas gepflegt. Und etwas Proviant gesammelt. Tja. Ich würde mal sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dass ihr da mit dabei seid. So, die können wir hier auch noch ablegen. Ja, und vielleicht fällt euch ja doch noch was ein für die nächste Episode, was wir machen können. Wie gesagt, ich bin da immer offen für Vorschläge. Solange wie es machbar ist, freue ich mich auf eure Kommentare. Und ansonsten, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, aber wie gesagt, supportet meinen Kanal. Das wäre echt nett von euch. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren und liken, wenn euch mein Kanal gefällt. Damit zeigt ihr mir dann halt wirklich, ja, dass euch mein Content, meine Videos gefallen und das motiviert mich dann eben auch immer weiterzumachen. Ja, genug geschwafelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.